Hallo und willkommen bei Anywhere Yoga. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich bin die Niki und heute gibt es eine Einheit für Anfänger. Das heißt, wir machen ein paar Asanas, die so wirklich die Basics darstellen. Allerdings kann es auch sein, dass du vielleicht gar nicht Yoga-Anfänger oder Anfängerin bist, sondern es könnte ja sein, dass du schon erfahren bist, aber du möchtest so gern mal wieder zurückkehren zu den Anfängen. Ganz nach diesem Motto, Zen-Geist ist Anfängergeist. Das ist was ganz was Wundervolles, wenn wir Dinge, die wir bereits einmal erlernt haben, nochmal machen, wenn wir in Asanas reingehen, die wir vielleicht schon tausende Male gemacht haben, aber wir machen sie noch einmal, so als würden wir sie das erste Mal machen, weil jeder Moment ist einzigartig auf der Matte, jeder Moment ist einzigartig in deinem Leben und diese Einzigartigkeit, diesen Moment, den gilt es, ganz präsent wahrnehmen zu können. Deshalb, selbst wenn du schon geübt bist, kannst du hier vielleicht noch das eine oder andere Aha-Erlebnis mitnehmen oder du kannst dich einfach nochmal richtig einfinden in diesem Augenblick, in dem Yoga geschieht. Ich freue mich auf die Einheit mit dir und bitte dich, dass du jetzt einen aufrechten Sitz findest auf deiner Matte. Du kannst in eine Haltung kommen wie ich gerade. Ich habe so ein Bein vor das andere gelegt. Du kannst aber auch sehr gerne einfach einen Schneidersitz finden. Auch das ist total in Ordnung. Oder alternativ einen Fersensitz, sodass du dich auf deine Fersen draufsetzt. Wichtig ist, dass deine Wirbelsäule lange aufgerichtet ist, dass du wirklich das Gefühl hast, du kannst in deiner ganzen Pracht und Größe da sitzen. Und dadurch ist auch deine Lunge frei, damit du atmen kannst. Okay. Such dir den Sitz aus, mit dem du die nächsten Momente gerne sein möchtest. Bring deine Hände ganz liebevoll auf deine Knie, am besten einmal mit den Handflächen nach oben und schließ deine Augen. Atme hier tief durch die Nase ein. Öffne den Mund, atme aus. Durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Ein letztes Mal durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Und dann schließt du deinen Mund, lässt deinen Atem ruhig fließen. Das ist das erste Wunderbare und Wichtigste am Yoga. Dein Atem. Dass du den bewusst wahrnimmst. Spür, wie du einatmest und wie du ausatmest. Und wahrscheinlich nimmst du auch wahr, dass je mehr du dich auf deinen Atem konzentrierst, desto achtsamer und langsamer und tiefer wird dein Atem automatisch. Spür mit jeder Einatmung die Weite in deinem Bauch und in deinem Brustraum. Atme dort tief hinein. Und dann atmest du vollständig aus und ziehst am Ende der Ausatmung deinen Bauchnabel sanft nach innen und nach oben. Atmest wieder ruhig und tief ein, erfüllst dich wieder mit Sauerstoff. Und atmest Verbrauchtes aus mit deiner Ausatmung. Lass das nächste Mal einatmest. Stell dir vor, wie du dich nicht nur mit Sauerstoff erfüllst, sondern auch mit Energie, mit Freude, mit Glück, mit Gelassenheit, mit allem, was du jetzt in diesem Moment gerade brauchst. Und ausatmend lässt du alles ziehen, alles Verbrauchte, alles, was dein Körper, dein Herz nicht mehr länger brauchen. Beobachte deinen Atem und lass ihn immer tiefer und voller werden. Jetzt beginnst du mit jeder Ausatmung so ein Geräusch zu erzeugen, als würdest du durch deine Nase durch einen Spiegel anhauchen. Und mit der Einatmung erzeugst du das gleiche Geräusch.
Somit hörst du dich plötzlich atmen und das ist sehr wertvoll. Denn dieser hörbare Atem, der hält dich im Jetzt. Spür mal, wo du auf der Matte aufsitzt, wo dein Körper sich mit dem Boden verbindet und von dort weg weiter dein Gesäß nach hinten. Heb dein Herz nach vor, bring die Ellenbogen enger an deinen Körper, dann spürst du, dass sich die Schultern mehr öffnen. Atme hier nochmal ruhig ein. Atme aus und blinzle langsam deine Augen auf. Wunderbar. Von hier aus bring deine Hände kurz neben dich, um dich zu stützen und tausche die Beine. Das heißt, das Bein, das vorne war, bringst du nach hinten. Falls du in diesem Sitz oder im Schneidersitz sitzt, dann tauschst du die Beine. Im Fersensitz kannst du einfach sitzen bleiben. Gut. Und dann wieder weitest du dein Gesäß nach hinten, hebst die Arme weit hoch und bleibst hier. Dein Atem fließt weiter mit diesem liebevollen Rauschen tief ein und aus. Du ziehst dich in die Länge, hebst dein Herz, atmest ruhig und kraftvoll. Spreiz gern mal die Finger auseinander und heb die Schultern hoch Richtung Ohren, um dich ganz lang zu ziehen. Atme nochmal tief ein hier. Und dann ausatmend kommst du nach vorn, bring deine Fingerspitzen auf die Matte. Einatmend weitest du dein Herz nach vor und dein Gesäß erdet Richtung Boden tief. Und ausatmend bleibst du auf hier. Ziehst dich lang, atmest ruhig ein. Und aus. Noch einmal mehr einatmen. Und aus. Und dann kommst du langsam wieder hoch, hebst dich wieder in die Länge, hebst die Arme weit hoch, atmest ein, ausatmen, spiegel ich dich. Du drehst dich nach rechts und bringst deine linke Hand auf dein rechtes Knie und die rechte Hand hinter dich. Einatmen, ziehst du dich lang, ausatmen, ziehst du sanft an deinem Knie, um dich zu drehen. Dein Herz hebst du dabei und dein Kinn ist so in Verlängerung von deinem Brustbein. Das heißt, du musst dich nicht komplett mit dem Kopf drehen, sondern es reicht, in Verlängerung deines Brustbeins zu sein. Atme nochmal tief ein hier. Atme aus. Tief ein. Und aus. Und dann kommst du wieder nach vor, hebst die Arme hoch, atmest ein. Kommst nach vorne mit deinen Fingerspitzen, atmest aus. Ziehst mit deinen Fingerspitzen den Boden zu dir, weitest dein Herz, atmest ein. Und aus. Heb die Arme wieder weit hoch, atme ein. Und finde einen liebevollen Twist auf deine linke Seite. Deine rechte Hand kommt auf dein linkes Knie und deine linke Hand ist hinter dir. Einatmend richtest du dich lange auf. Ausatmend ziehst du sanft an deinem Knie, um dich nach links zu drehen. Und wiederum ist dein Kopf in Verlängerung von deinem Brustbein. Der Rest deiner Wirbelsäule dreht. Die Halswirbelsäule ist ohnehin so beweglich, die müssen wir hier nicht mehr zusätzlich bewegen. Atme tief ein, hör dich atmen. Mit dem gleichen sanften Rauschen atmest du aus. Noch einmal mehr atmest du tief ein. Und aus. Dann hebst du die Arme wieder nach oben hoch mit deiner Einatmung, ziehst dich lang. Bringst aus, atmest die Hände nach vor. Diesmal die ganze Handfläche und du ziehst dich, wenn es geht, über die Mitte nach vorne, Vierfüßler. Oder wenn das nicht so einfach ist, dann kannst du die Beine einfach über die Seite bringen und in den Vierfüßler kommen. So in deinem Vierfüßler erstmal schau, dass du deine Hände gut unter deine Schultern bringst. Schulterbreit entfernt sind deine Hände. Und ich hätte gerne, dass du deine Hände leicht nach außen rotierst, bis deine Zeigefinger auf 12 Uhr nach vorne zeigen. Ja? Und dann ist ganz wichtig hier, dass du die Finger leicht auffächerst und dann Zeigefingerballen, deinen kleinen Finger, deinen Daumen und dein Handgelenksballen, all diese vier Ballen
die drückst du noch zusätzlich in den Boden. Alle 10 Fingerkuppen kannst du ebenso in den Boden drücken. Somit hast du ein gutes Fundament für deine Hände geschaffen. Atme ruhig ein hier und bring die Knie ein bisschen hinter deine Hüften. Stell die Zehen auf, lass deinen Atem nochmal ruhig fließen und dann mit der nächsten Einatmung von deinem Gesäß weg beginnst du die Wirbelsäule so zu verändern, dass sich dein Gesäß hebt und dein Herz nach vorne hebt. Atme hier ein. Und mit der Ausatmung von deinem Steißbein weg rundest du Wirbel für Wirbel deinen Rücken, kommst in die Katze, ziehst zum Schluss dein Kinn ran, atmest aus. Einatmend, wieder vom Steißbein weg kommt die Bewegung, du hebst dein Herz und zum Schluss dein Kopf und ausatmend rundest du wieder. 2 mehr, einatmend, weiten, Herz heben, ausatmend rundest du. Ein letztes Mal einatmend, dein Herz heben. Und hier bleibst du, lässt dein Atem fließen und beginnst dich mit deinen Händen vom Boden wegzudrücken. Die Knie hebst du in die Luft. Von da aus führt dich dein Gesäß nach hinten hoch in den herabschauenden Hund. Achte darauf, dass du beim herabschauenden Hund hüftbreit stehst. Deine Knie sind gebeugt, dein Gesäß weitet sich nach hinten und nach oben. Und du drückst dich jetzt mit deinen Händen vom Boden weg, sodass deine Oberarme aus deinen Schultern rauskommen. Du hebst leicht deinen Kopf, bis deine Ohren zwischen den Oberarmen sind, zentrierst die Arme zueinander. Atme ruhig ein hier und atme aus. Und nochmal einatmen. Ausatmen und dann setz die Knie wieder am Boden ab, weite dein Herz, atme ein, runde dein Rücken, atme aus, Herz wieder heben, atme ein, die Knie heben, schieb dich mit der Ausatmung nach hinten hoch in den Hund, atme aus. Noch einmal bleibst du hier, atmest ruhig ein, zentriere die Arme, atme aus. Und dann lauf langsam oder geh Schritt für Schritt, besser gesagt, nach vor mit deinen Füßen Richtung Hände. Und du findest einen hüftbreiten Stand hier, beugst die Knie leicht, du weitest dein Herz nach vor. So, die Knie sind gebeugt, du weitest dein Herz nach vor, dein Gesäß nach hinten. Du kannst gern die Hände auf deine Schienbeine geben, wenn du magst. Dich darauf ein bisschen abstützen, Brustkorb heben. Dann heb mal deine Zehen hoch, alle 10 Zehen. Bring mehr Gewicht auf deine Fersen. Durch das Heben deiner Zehen aktivierst du die Füße, was ganz toll ist, weil das ist natürlich neben unseren Händen das nächste Fundament, das wir machen. Atme ruhig ein hier. Mit der Ausatmung komm in die Vorbeuge, beug die Knie gern noch ein bisschen mehr, bis dein Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ablegt und lass deinen Kopf entspannt hängen. Hier einatmen und aus. Dann beugst du die Knie noch eine Spur mehr, ziehst dein Schambein zum Bauchnabel und rollst Wirbel für Wirbel hoch zum Stehen. Atmest hier ruhig ein, hebst den Kopf. Und bringst deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Gut, deine Zehen, du siehst hier bei meinen Zehen auch, die sind immer noch gehoben. Was du jetzt zusätzlich machen kannst, ist, dass du deinen großen Zeh wieder zurück auf den Boden drückst. Dann schiebst du mit deinen Fersen die Matte auseinander, als würdest du sie auseinanderreißen wollen. Und bringst deinen kleinen Zeh auch auf den Boden. Jetzt hast du ganz aktive Füße. Bring die Hände vor deinem Herzen zusammen. Und wenn das nicht gleich klappt, mach dir keine Sorgen. Das kommt mit der Zeit, dass deine Zehen und du, dass ihr besser miteinander kommuniziert. Heb die Arme langsam über die Seite hoch. Atme ein. Lass deinen Atem fließen. Jetzt tatsächlich löst das mit den Zehen und heb dafür die Fersen mal weit hoch. Drück deine großen Zehen aber kraftvoll weiterhin in den Boden. Die Fersen sind oben. Heb deine Schultern hoch Richtung Ohren. Atme hier ruhig ein. Und mit der Ausatmung beug die Knie. Weite dein Gesäß nach hinten und tauch wieder tief in den Boden. Atme aus. Dein Brustkorb heben, Gesäß nach hinten weiten. Hier gerne wieder die Zehen heben für aktive Füße. Ausatmend wieder in die Vorbeuge. Verneig dich tief. Beug die Knie mehr, roll hoch, Wirbel für Wirbel, atme ein.
Bring die Hände vor dein Herz, atme aus. Heb die Arme und die Fersen weit hoch, atme ein. Tauch tief in den Boden, senk dafür die Fersen, beug die Knie, atme aus. Wieder die Zehen heben, Herz heben, einatmen. Komm wieder in die tiefe Vorbeuge aus. Beug die Knie mehr, roll hoch, atme ein. Bring die Hände vor dein Herz, atme aus. Lass es das noch ein letztes Mal machen, ja? Die Arme und die Fersen gehen hoch. Du atmest ein, ziehst dich richtig lang aus, atmen, tauchst du in den Boden ein, ganz entspannt. Lass dein Kopf zum Schluss hängen. Du hebst die Zehen nach oben, weitest dein Gesäß nach hinten, atmest ein. Ausatmend bringst du dein linkes Bein nach hinten, mach einen ganz großen Schritt zurück. Und atme hier. Lass deinen Atem fließen. Deine hintere Ferse bleibt weit oben. Vorne achtest du drauf, dass dein Knie und dein Sprunggelenk senkrecht übereinander sind. Komm auf deine Fingerspitzen. Heb dein Herz nach vor. Lass deinen Atem ruhig fließen und genieße dieses Gefühl, deinen linken Hüftbeuger zu spüren, zu dehnen und zu öffnen. Das ist ein Teil von Yoga, was wir machen ist, wir schaffen Raum. Also schick ruhig deinen Atem jetzt dorthin, wo du die Dehnung spürst. Ruhig ein- und ausatmend. Und du kannst gerne deine rechten Zehen wieder hochheben und zieh deinen vorderen Fuß zu deinem hinteren Fuß und deinen hinteren Fuß zu deinem vorderen Fuß. Dann merkst du, dein Fundament wird noch stärker. Atme nochmal ruhig ein hier. Und dann atme aus und kreiste mit deiner nächsten Einatmung den rechten Arm nach hinten und nach oben. Bleibe kurz hier, roll die rechte Schulter auf, atme tief ein, ausatme, kreist den rechten Arm tief, senk dein linkes Knie zum Boden ab. Einatmend bring dein rechtes Bein dazu und heb deinen Brustkorb. Ausatmend runde deinen Rücken in die Katze. Einatmend wieder dein Herz heben, erde deine Hände gut. Ausatmend die Knie heben und du schiebst dich zurück in den herabschauenden Hund. Lass hier deinen Atem kurz fließen. Du kannst auch mal eine Ferse senken, dann das Bein wieder beugen und die andere Ferse senken. Dann spürst du wunderschöne Dehnung in deiner Wade, schön abwechselnd mit deinem ruhigen, gelassenen Atem. Kommst du langsam zurück zur Ruhe. Deine Knie bleiben gebeugt, du weitest dein Gesäß, drückst dich nochmal aus den Schultern raus, atmest tief ein, zentrierst die Arme zueinander, atmest aus und dann langsam gehst du wieder ganz achtsam, Schritt für Schritt nach vor, zu deinen Händen, kommst in einen hüftbreiten Stand, hebst die Zehen, weitest dein Herz. Ausatmen, tauchst du tief über deine Beine und lässt deinen Kopf hängen, ganz entspannt. Du rollst hoch, Wirbel für Wirbel, die Knie sind gebeugt. Und bringst dann ausatmend deine Hände vor dein Herz. Einatmend, heb die Arme und die Fersen wieder weit hoch. Ausatmend, tauch tief in den Boden, senk die Fersen, beug die Knie, genieß die Reise. Einatmend, dein Brustkorb und die Zehen heben, dein Gesäß weiten. Ausatmend, bringst du jetzt dein rechtes Bein weit nach hinten. Du machst einen großen Ausfallschritt hier. Achte vorne wieder drauf. Dein Knie, dein Sprunggelenk sind senkrecht übereinander. Hintere Ferse ist weit oben. Du bist auf deinen Fußballen. Komm auf deine Fingerspitzen. Heb dein Herz nach vor. Und du spürst wieder hier rechts Hüftbeuger, wird gedehnt, du schaffst Raum. Und Raum schaffen ist einfach so wichtig. Beginn gern, deine vorderen Zehen wieder zu heben und zieh die hintere Ferse, vordere Ferse meine ich natürlich, und deinen hinteren Fuß kraftvoll zueinander. Hör dich atmen. Bleib bei dem Fundament deines Atems auch. Yoga beginnt mit deinem Atem, denn dein Atem bringt dich ins Jetzt.
Mit der nächsten Einatmung kreist du deinen linken Arm nach hinten hoch. Bleibe hier, Atem fließt, roll die linke Schulter auf. Nochmal ruhig einatmen, ausatmen, kreist den Arm nach vorne tief. Senk dein hinteres Knie, bring dein linkes Bein zum rechten und heb dein Brustkorb, atme ein. Runde deinen Rücken, atme aus. Brustkorb wieder heben mit der Einatmung, wieder auf deine Knie heben und du schiebst dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Hier gerne wieder eine Ferse tief und dann die andere Ferse. Spür, wie dein Körper langsam wärmer wird. Zentrier die Arme und denk an deine Handhaltung. Immer noch 12 Uhr mit deinen Zeigefingern, die ganzen Ballen deiner Hände aktiv in den Boden gedrückt. Dann beide Beine wieder beugen, bitte weiter dein Gesäß nach hinten nach oben. Atme nochmal ruhig ein. Atme aus. Und dann von hier senk die Knie auf den Boden tief. Atme ein. Setz dich zurück in den Fersensitz. Atme aus. Lass hier mal kurz den Atem fließen. Roll deine Schultern ein klein wenig nach hinten. Und ein paar Mal nach vor. Wahrscheinlich, wenn du das erste Mal jetzt auf der Matte bist, spürst du die Anstrengung auch für deine Arme, deine Hände. Das heißt, du kannst ja auch mal deine Hände öffnen und Fäuste machen, wieder öffnen. Ein bisschen ausschütteln. Wundervoll. So, von hier aus bleibe im Fersensitz. Beginn die Arme mal weit zu öffnen. Atme ein. Dann bringst du deinen rechten Arm über deinen linken und gibst dir eine liebevolle Umarmung. Deine Hände greifen nach hinten zu deinen Schulterblättern und du ziehst sanft an deinen Schulterblättern, ziehst sie auseinander. Genieß deine kraftvolle und liebevolle Umarmung. Atme ruhig ein hier. Und atme aus. Und dann stellst du deine Unterarme auf. Und du bringst deine Handflächen dann ineinander. Das sind Garuda-Arme, die sind die Flügel eines Adlers. Und von hier aus drückst du sanft deine Unterarme zueinander, beginnst dann deine Ellenbogen nach vorne zu schieben und hebst dein Herz. Yoga bringt ausgleichende Bewegungen zu unserem Alltag. Und in unserem Alltag ist es meistens so, dass wir uns nach vorne lehnen und nach vorne beugen. Das heißt, im Yoga bemühen wir uns ein bisschen darum, das auszugleichen und beginnen, unser Herz mehr zu öffnen, unsere Schultern zu öffnen, die Körpervorderseite zu öffnen und ihr Liebe zu schenken. Atme nochmal tief ein hier. Atme aus. Löse langsam und öffne die Arme weit. Atme ein. Und dann umarmst du dich wieder. Diesmal ist dein linker Arm über deinem rechten. Du atmest aus. Du greifst hier hinten zu deinen Schulterblättern, ziehst sie sanft auseinander. Dein Atem fließt ruhig ein und ruhig aus. Genieß das noch einen Atemzug lang. Halte dich ganz liebevoll. Und dann langsam bringst du die Unterarme aneinander. Du stellst sie auf. Bringst die Handflächen ineinander. Du drückst liebevoll deine Unterarme zueinander, schiebst die Ellenbogen weg und hebst deinen Brustkorb. Die Schulterblattspitzen auf deinem Rücken kommen, rücken jetzt wieder ein bisschen näher zusammen und sie heben dein Herz Richtung Decke. Atme ruhig ein. Atme aus. Nochmal ruhig einatmen. Und aus, dann löst du Garuda auf, du hebst die Arme zur Seite, atmest ein und mit deiner Ausatmung kommst du in die Stellung des Kindes, bring die Knie weiter auseinander, lass deinen Oberkörper zwischen deine Oberschenkel sinken, senk deine Stirn tief zum Boden, streck die Arme mal aus nach vorne und schieb dich mit Kraft deiner Hände ein bisschen weiter nach hinten, sodass du richtig spürst, wie dein Gesäß ein bisschen näher zu deinen Fersen kommt. Dass du spürst, wie sich dein
untere Rücken entspannt und Länge bekommt. Atme nochmal ruhig ein hier. Mit der Ausatmung leg die Unterarme ab, entspann deine Arme und erlaub einfach der Schwerkraft zu wirken. Hör dich atmen. Dieses sanfte, liebevolle Rauschen ist immer noch da. Atme nochmal tief ein hier. Atme aus und dann kommst du hoch in den Vierfüßler. Bringst wieder die Knie hüftbreit. Schiebst jetzt deinen ganzen Körper weiter nach vor, bis deine Knie weit hinter deinen Hüften sind und deine Schultern weit über deinen Handgelenken. Und von hier aus beugst du die Ellenbogen und kommst langsam tief. Du schaust zu deinen Händen und achtest darauf, dass dein Ellbogen und dein Handgelenk senkrecht übereinander sind. Deine Fußrücken hinter dir pflanzt du in den Boden. Ganz kraftvoll drückst du sie und aktivierst deine hinteren Oberschenkel. Du schaust wirklich, dass sogar die Knie sich ein wenig heben. Dein Gesäß bleibt dabei entspannt. Und von da aus heb mal nur die Schultern hoch zu den Ohren und dann hoch Richtung Decke. Behalte das, heb die Schultern hoch Richtung Decke, so hoch du kannst. Jetzt ziehst du mit den Händen die Matte zu dir her, nutzt die Kraft deiner Arme und mit gebeugten Ellenbogen hebst du deinen Oberkörper. Die Ellenbogen bleiben gebeugt und du ziehst die Matte zu dir, bringst dein Herz noch mehr nach vor in die Kobra, atmest tief ein und mit der Ausatmung kommst du langsam wieder tief. Lass uns das nochmal machen. Atme ruhig weiter. Heb die Schultern hoch zu den Ohren. Heb sie hoch Richtung Decke. Lass sie so hoch wie möglich oben. Zieh dann die Matte zu dir her und heb dein Herz. Lass die Ellenbogen gebeugt und du möchtest dein Herz nach vorne schieben. Ganz offen, ganz fröhlich, voller Freude darüber, ganz bewusst im Moment zu sein. Atmest du nochmal ruhig ein und dann kommst du nach hinten in die Stellung des Kindes. Atmest aus, rollst hoch in deinen Fersensitz, atmest ein, lass dein Atem fließen, dreh gern deine Handflächen nach oben, schließ für einen Moment die Augen und spür nach. Immer wieder ist es auch wichtig in deiner Praxis, dass du innehältst. Dass du spürst, was macht diese Praxis mit mir? Und dann langsam hebst du die Arme weit hoch, atmest ein. Lass dich nach vorne sinken, diesmal bleiben die Knie geschlossen und bringst die Hände nach vor. Direkt erdest du die Hände, Zeigefinger zeigen auf 12 Uhr und du kommst nach vorne in Vierfüßler, atmest ein, ziehst dich lang, stellst die Zehen auf, hebst die Knie und schiebst dich zurück in den Hund. Bleibe hier, atme ruhig ein, atme aus und dann gehst du wieder ganz liebevoll nach vor mit deinen Füßen bis zu deinen Händen. Und dann kommst du tief zum Sitzen. Wenn du im Sitzen angekommen bist, beginnst du einen aufrechten, entspannten Sitz zu finden, wie am Anfang der Stunde. Hebst die Arme mal nach oben hoch, atmest ein. Bringst deine rechte Hand mit den Fingerspitzen auf den Boden. Hebst die linke Schulter noch etwas höher einatmend und verneigst dich nach rechts, atmest aus. Roll die rechte Schulter nach hinten, zieh dich lang. Atme ruhig und entspannt ein und aus und schau einfach geradeaus. Tief einatmen und aus. Erde deinen linken Sitzknochen noch ein bisschen mehr. Dann komm wieder zur Mitte zurück, atme ein, zieh dich lang. Bring die linke Hand tief, atme aus. Einatmen, deine rechte Schulter hoch Richtung Ohr ziehen. Und mit der Ausatmung verneigst du dich nach links. Dein Atem fließt, du schaust geradeaus. Genieß diese Dehnung jetzt in deiner rechten Flanke, in deinem seitlichen Körper. Erdest deinen rechten Sitzknochen, atmest nochmal ruhig ein hier. Und atmest aus.
Kommst wieder nach oben, ziehst dich lang, atmest ein und bring dann deine Handflächen zusammen vor deinem Herzen. Atme aus, bleibe hier, lass deinen Atem fließen. Spür, wie sanft deine Hände einander berühren vor deinem Herzen. Das ist Anjali Mudra und durch Anjali Mudra kommen wir direkt in unsere Mitte. Wir kommen bei uns selbst an durch eine wunderbare Praxis, damit unser Körper ganz ins Jetzt kommt, damit unser Geist ganz ins Jetzt kommt. Und wenn das gelingt, wenn wir ganz in den Moment kommen dürfen, dann ist da nur reine Freude und Glück über dieses Geschenk des Augenblicks. Finde ein inneres Lächeln und vielleicht auch ein äußeres für dich selbst. Freu dich, dass du dir die Zeit genommen hast, Yoga zu praktizieren, dass du dir die Zeit nimmst, um einzutauchen in diese wunderschöne Welt der Achtsamkeit. Möge dich dieser Weg ein Leben lang begleiten und dein Leben bereichern und dich erfüllen. Bring deine Hände zu deinem dritten Auge, zwischen deinen Augenbrauen für liebevolle Gedanken. Bring sie zu deinem Mund für sanfte Worte. Und bring sie zu deinem Herzen für ein Herz voller Liebe und Mitgefühl für dich und alle Wesen dieser Welt. Wir verneigen uns jetzt abschließend mit Namaste. Namaste bedeutet so viel wie: Ich verneige mich vor dem strahlenden Licht in dir. Denn dieses Licht der Liebe und der Hoffnung, des Mitgefühls, leuchtet auch in mir. Und weil es in dir leuchtet und in mir auch, sind wir eins, sind wir verbunden für immer. Namaste. Vielen Dank, dass du heute mit mir praktiziert hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir ergangen ist heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. So verpasst du auch gar keine Videopremiere mehr, sondern bekommst auch immer Bescheid. Zusätzlich motiviert es mich für mehr Videos. Und wenn du richtig viel Freude findest an Anywhere Yoga und am Yoga mit mir, da freue ich mich auch, wenn du dieses Video teilst, wenn du jemanden weißt, der viel Freude damit hätte, mit Yoga zu beginnen, der Freude am Yoga hat, dann schick ihm doch gern dieses Video. Und ja, das würde mich sehr glücklich machen auch. Dann freue ich mich auf die nächste Praxis gemeinsam mit dir in deinem Wohnzimmer. Hab es noch schön. Bis bald.